Okay, das war so ein bisschen die Aufgabenprojekte, dazu kommen wir gleich nochmal. Was sind jetzt die Schritte beim Getting Things Done? Erster Schritt: Sammeln und Erfassen. Ich nehme mir ein Papier und schreibe alles auf, was ich momentan machen muss. Also von, ich wollte mir noch neue Schuhe kaufen, ich wollte irgendwie mir das Buch holen, ich wollte, muss noch die Publikation fertig schreiben und so weiter und so fort. Ja? Und da macht man all diese Sachen, also Ziele, die man vielleicht hat, und sagt, ich will dies und das mehr machen, ich will mehr häufiger in die Bibliothek gehen, welche Projekte habe ich, ich möchte mehr laufen gehen, Verpflichtungen, Absichten und so weiter und so fort. So, und dann unterscheidet man das nach Aufgaben und Projekten. Und wie gesagt, Projekt ist alles, was länger als 2 Minuten dauert. Und das legt man ab in einer Inbox. Das kann eine Schachtel sein. Man nimmt einfach wirklich Papier, nimmt so kleine DIN A6 Karten oder so, die man so fürs zum Beispiel fürs Vokabellernen nimmt, kann man nehmen, kauft man sich, schreibt einfach drauf, zack, 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 auf jede Karte eine Aufgabe oder Projekt, nicht mehr. Und die legt man in so eine Inbox rein. Man kann aber auch sich selbst E-Mail schreiben und einfach zack, 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 sich die in den E-Mail-Eingang reinlegen, oder man hat halt irgendwie ein spezifisches Programm dafür, mit dem man das sammelt. Und das wiederholt man wöchentlich. Also jeden Montag, man sagt sich auch eine Zeit, jeden Montag morgens 9 bis 10 schreibe ich alles da rein, was ich brauche. So, dann arbeitet man das durch. Und dann nimmt man einfach aus seiner Inbox diese Zettel da raus und nimmt einen Zettel raus und bearbeitet den. Ja? Und man darf niemals den aus der Inbox entnommenen Zettel in die Inbox zurücklegen. Also das ist zum Beispiel auch übrigens auch eine Sache für E-Mail. Schaut euch eure E-Mail nur an, wenn ihr halt entsprechend Zeit dafür habt. Schaut euch lieber zweimal am Tag eure E-Mails an. Aber nur, wenn ihr wirklich mindestens eine Viertelstunde Zeit habt, um ein paar E-Mails durchzugehen. Ja, und dann, wenn ihr die E-Mail lest, dann entscheidet, was ist denn das jetzt eigentlich? Kann ich es gleich löschen? Oder kann ich das jetzt sofort beantworten? Dann macht das bitte auch. Ja. Oder ist das jetzt eine längere Sache? Dann kann ich es delegieren oder muss ich es tatsächlich mir terminieren? Genau, man muss sofort eine Entscheidung treffen. Okay, kann ich etwas unternehmen? Nein. Dann kann man es entweder wegwerfen, Trash, ja, sagen, okay, oder man legt es halt zurück oder legt das einfach ab. Aber das ist eigentlich schon eher gut. Also kann ich, also häufig ist auch so, ich warte auf irgendjemanden. Ja, also ich müsste eigentlich, also die Sache ist die Publikation muss abgegeben werden, aber der Kollege muss noch drüber gehen. Also kann ich zurückstellen. So, dann ja, wenn ich jetzt unter was unternehmen kann, dann sage ich halt, dauert es weniger als 2 Minuten, sofort tun. Kann es jemand anders machen? Delegieren, auf Ergebnis warten. Dauert es länger als 2 Minuten? Später erledigen, mit Datum versehen, auf To-Do-Liste. Und wird es erst später relevant, dann ablegen, zusammen mit Ideen im Ordner, vielleicht irgendwann. Also, dass man auch, also man soll natürlich auch coole Ideen und sonstige Sachen, die so ankommen, die spannend sind, die soll man nicht vergessen. Aber die tut man in eine Ecke rein, die man seltener sich anschaut. Ja, wo man wirklich mal wieder ein bisschen Muße hat. So, organisieren. Da hat man eine Liste. Jetzt sieht man hat sehr, sehr viele Listen hier. Das ist halt diese Idee von Getting Things Done. Ob man so dediziert machen muss, weiß ich nicht. Aber das ist erstmal, ich erkläre erstmal das ganze System und dann gucken wir uns mal an, wie man das vielleicht ein bisschen runterbrechen kann. Es gibt eine Liste nächste Schritte. Da stehen alle Schritte, um Projekte voranzubringen, was da irgendwie gemacht werden muss. Ich muss mit dem telefonieren, ich muss da irgendwie nochmal recherchieren, etc. So, dann gibt es eine Liste Projekte, wo alle aktuellen Projekte drin sind. Und die Projekte, die ich da stehen habe, da schaue ich halt an, okay, was muss ich in diesen Projekten machen, und teile das in einzelne Schritte auf. Und dann nehme ich dann die jeweils anstehende Handlung auf diese Liste nächste Schritte drauf. Also ich sequenziere das,
habe ich das einmal, und jetzt tue ich aus diesem Projekt halt das als nächsten Schritt rein. Und später hole ich mir dann halt wieder, wenn ich den nächsten Schritt gemacht habe, kommt dann der nächste Schritt. Und deswegen ist das natürlich viel besser unterstützt durch eine Software, als wenn ich das jetzt alles mit Papier mache. Aber es gibt auch Leute, die machen das komplett mit Papier, geht auch. Liste warten auf. Da sind alle delegierten Aktionen. Da muss ich ab und zu schauen, ist da jetzt eigentlich was gekommen? Muss ich da mal nachhaken. Liste vielleicht irgendwann. Das macht man so bei wöchentlicher Durchsicht. Guckt man, ob jetzt plötzlich so ein Thema jetzt doch relevant geworden ist. Und dann gibt es einen Terminkalender, wo man alle Muss-Termine drin hat. Also immer, wenn ich mich mit Leuten treffe, irgendwelche Gespräche habe, Prüfungen, sonstige Sachen, die kommen da rein. Das sind einfach Termine. Da sind aber nur die Muss-Termine drin, das, was ich machen muss. Und dann gibt es so eine Liste Referenzmaterial. Da kommen dann alle Projektunterlagen rein. So, dann sagt man, okay, wie gehe ich damit um? Durchsicht und Kontrolle. Mindestens einmal täglich gucke ich auf meinen Kalender und auf die Listen. Also wichtig ist, warum muss man einmal täglich auf seinen Kalender schauen, damit man keinen Termin verpasst? Also ich schaue halt auch eigentlich meistens abends, bevor ich aus dem Büro gehe, nochmal auf meinen Kalender, um zu schauen, was ist eigentlich morgen los. Wann muss ich wo da sein? Es kann sein, dass ich irgendwo früh da sein muss. Es könnte irgendwie noch sein, dass dann doch noch irgendwas zu tun ist, dass mir irgendwas durchgerutscht ist. Dann habe ich aber immer noch zur Not den Abend noch, um irgendwas zu machen, als wenn ich morgens im Büro aufschlage und irgendwie ist 8.45 Uhr, ich habe 9 Uhr den nächsten Termin und ich hätte dazu mir irgendwie noch einen Antragstext durchlesen müssen und kann da nichts dazu sagen. Das ist peinlich. Gut, und bei der wöchentlichen Durchsicht geht man dann auch wieder halt diese ganzen Listen durch, man streicht alle erledigten Dinge durch, schreibt die nächsten Schritte auf, oder nimmt die nächsten Schritte auf die nächste Schritteliste, man guckt, habe ich neue Ideen, was sind neue Projekte, etc. Wobei, wenn man irgendwas einem einfällt zwischendurch, dann auch immer sofort aufschreiben und in diese Inbox reintun. Das ist das Wichtige, dass man immer so, sobald einem irgendwas einfällt, ich muss ja noch das machen oder so, zack, sofort aufschreiben und in die Liste reintun. Dann alte Kalendereinträge nochmal durchschauen. Ist einem irgendwas durchgerutscht? Wollte man irgendwas machen? Hat man es doch nicht gemacht? Die Warteaufliste überprüfen. Wo ist die Überarbeitung von Thomas? Mal nachfragen und Termine aktualisieren und die Inbox wieder vollständig leeren. Also all das, was jetzt sich angesammelt in der Inbox, das sammle ich wieder ein. So, und dann ist halt immer die Frage, okay, wenn ich jetzt mehr Zeit nehme und sage, ich arbeite jetzt meine Aufgaben ab, dann fragt man sich, okay, was ist denn eigentlich jetzt der nächste Schritt? Nach welchen Kriterien kann ich jetzt das eigentlich auswählen? Da gibt es verschiedene Sachen. Also es gibt zum Beispiel relativ dedizierte Systeme, wo Leute immer noch den Kontext aufschreiben, den Zusammenhang. Die sagen, also es gibt bestimmte Aufgaben, die kann man nur machen, wenn man zum Beispiel am Computer sitzt. E-Mail beantworten oder halt irgendwie Handy dabei hat oder so. Also da brauche ich einen Rechner oder ein Handy. Und wenn ich halt jetzt irgendwie im Auto sitze, kann ich schlecht E-Mails beantworten. Aber wenn ich im Auto sitze, kann ich sehr gut einkaufen. Ja, und so weiter und so fort. So dass, wenn ihr in einem bestimmten Kontext drin seid, dass man dann sich anschauen kann, okay, was kann ich jetzt eigentlich hier alles machen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto sitze? Aha, okay, das muss ich abholen, das muss ich besorgen, das und das und das. Dann macht man so einen Rutsch. Ja. Genauso am Computer. Welche Tätigkeiten kann ich jetzt am Computer machen? Oder ich bin jetzt einfach im Zug und so weiter und so fort. Nach verfügbarer Zeit. Häufig sagt man, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, was zu machen. Da sollte ich natürlich nichts anfangen, was 2 Stunden dauert. Wenn ich also sage, ich möchte irgendwie einen Exzerpt von irgendwie einem Kapitel schreiben und ich weiß, das dauert 4 Stunden, dann macht es keinen Sinn, jetzt anzufangen, wo ich nur 30 Minuten habe. Bevor ich da richtig drin bin, ist die Zeit schon wieder vorbei. Und nach Priorität, was ist gerade besonders wichtig? Man sollte also auch Aufgaben natürlich priorisieren und sagen, was sind jetzt die allerwichtigsten Dinge.